Mahlzeit, liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Ausgepackt-Video. Ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. So, ich habe echt nicht mehr viel Platz hier auf dem Tisch. Okay, ich habe was Neues zum Auspacken. Für mich ist jetzt schon Weihnachten. Ich habe ein bisschen rumgeheult und meine Frau wollte eigentlich recht hart bleiben. Aber letztendlich hat sie gesagt, okay, pass auf, weißt du was, geh mir nicht mehr auf den Sack, kauf es dir denn. So, und dann habe ich das natürlich auch gemacht. Also bei Amazon habe ich mir was bestellt. So, das ist jetzt hier drinnen. ja, ich bin auf den Geschmack gekommen und spiele im Moment ziemlich viel Elite Dangerous. Ja, kommt dazu auch Video noch von mir. Bloß mit Tastatur und Maus, das ist irgendwie alles nicht. Ich komme damit irgendwie überhaupt nicht so richtig klar. Also habe ich mir jetzt einen Flight Stick gekauft. Ja, und ich bin voll aufgeregt. Und den packe ich jetzt hier erstmal aus, weil ich will das schnell machen. Das Video muss ganz schnell fertig werden, weil ich will unbedingt schnell an den PC und daddeln. So. Auf jeden Fall finde ich das richtig geil. Gestern hatte ich das noch gesehen. Wir waren gestern unterwegs in der Stadt und da war es dann bei Saturn. Kam da 38 Euro. Ich wollte es eigentlich sofort mitnehmen, aber meine Frau hat gesagt, nee, bei Saturn wird nichts mehr gekauft. Jedes Mal, wenn da irgendwie mal was kaputt ist oder man hat Probleme, dann muss man mal lange warten. Stimmt auch. Wenn man zu mit irgendwas nicht geht, schickt es hin, kriegt was Neues oder kriegt dein Geld sofort zurück. So. Bei Amazon habe ich jetzt 45 bezahlt. Statt 38, aber komm, scheißegal. Diese 5 Euro. Yeah. Ja. Das packe ich jetzt erstmal hier hin kurz. So, da ist nichts mehr drin. Das kommt jetzt dahin. Und hier haben wir das gute Stück. Verkehrte Seite. Da, das ist der Trustmaster, der T-Flight, ja, Flight, ne? Hotas X. Haha. Für PC und PS3. Ich hoffe, dass man das doch irgendwann mal. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wirklich geht, aber ich hoffe mal, dass es auch bald kompatibel ist irgendwie mit der Xbox One. Weil da habe ich ja natürlich auch Elite Dangerous und würde es da natürlich auch gerne benutzen. Mal sehen, vielleicht erbarmt sich Microsoft und sagt alles da, okay, wir machen es, dass es kompatibel ist. Mal sehen. So. Ach, ich liebe das Ding. Das habe ich schon länger im Auge gehabt. Ich liebe Weihnachten. Da kriege ich meistens das, was ich will. So, ja, hier haben wir noch mal ein paar schöne Bildchen. Hier hinten haben wir auch noch mal Text. Brauchen wir alles nicht, weil es interessiert uns nur, was hier so drin ist. So, Technik, Data, was ist das denn da? Up, Gear, Lock, Web. Mein Gott, ich muss das Ding jetzt aufmachen. Ich bin jetzt so geil, so scharf ist noch nicht einmal am Porno. Knirschverpackung. Jetzt muss ich doch aufstehen. So, da haben wir jetzt nur noch das. Kartons. Meine Frau freut sich immer über Kartons. Eine Anleitung haben wir hier. Trustmaster. Kompatibel PC, PS3. Man hat immer gesagt, reißt nicht immer alles auf. Vielleicht geht da irgendwas nicht und dann müssen wir es wieder hinschicken und dann kriegen sie alles, was zerfleddert ist. Aber so bin ich nun mal. Ich muss fleddern. So, kann ich mich mal wieder hinsetzen. Hier haben wir... brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Das ist irgendwie was mit Quick Takeoff Guide. Alles klar. Und mit Bilder. Bilder sind immer gut. Ne? Da kann der Tom mit arbeiten mit Bilder. Text ist irgendwie auf Englisch. Oder so. Macht nichts. Steige ich irgendwann auch hinter. Aber jetzt... Oh mein Gott. Wie mache ich das jetzt? Weil das so, ne? Ich muss mich verstecken. Ihr könnt meine Hose sehen. So. Jetzt, holy shit, ist das geil. Jetzt brauche ich noch einen Pilotenhelm. So, das kommt dahin. Da ist nichts mehr drin. Das kommt auch hin.
Auspacken kann der Tom immer schnell, aber den Müll wegschmeißen, dann braucht er immer ein paar Wochen. Oh, wie nice. Kann man natürlich auch zusammenstecken, ne? Das mache ich jetzt nicht, weil ich will irgendwie Tastatur noch hier irgendwie so zwischenpacken. Ich habe ja hier noch solche kleinen, ich weiß jetzt nicht, ob die dazwischen passt genau, aber so könnte man das so machen. So, zack. Geil. Ja, das Ganze, hier haben wir dann unseren USB. Ich kann noch mal ein bisschen näher rangehen. So, noch nicht zu nahe, sonst sieht man nichts mehr. Hier, glaube ich, zu nahe jetzt. So, das ist das schöne Ding. Oh, hin, hin. Mann, da freue ich mich. Oh, da ist Schmutz dran, das geht gar nicht. Oh, wie geil ist das denn? Ja, ich kann es kaum erwarten, jetzt damit Elite zu daddeln. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Finger so doll brechen. Wobei ich denke mal, dass ich dennoch mal hin und wieder mal die Maus oder die Tastatur brauche. Aber nichtsdestotrotz richtig geil. Ich bin jetzt ja richtig so im Elite-Wahn. Ich bin jetzt auch überlegen, ob ich mir dieses Voice Attack kaufe. Das ist irgendwie so mit Sprachunterstützung. Da hat man irgendwie so ein Bordcomputer. Mit denen kann man reden, kann man sagen, hier, was weiß ich, wirf mal Gegenmaßnahmen ab, dann macht sie das. Hab auch schon geguckt, kostet irgendwie 8 Dollar. Pff, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich das richtig geil und da bin ich auch noch am Überlegen. Mal sehen, ob meine Frau mir diese paar Kröten auch noch gewährt. Ja, auf jeden Fall richtig schönes Stück. Ah, geht sogar noch. Oh, ist das geil. Kann man noch weiter auseinander. Da passt sogar noch mal eine riesige Tastatur. So, ja, okay. Ich bin jetzt heiß, ich werde jetzt losdaddeln. Das war jetzt von mir ein ganz, ganz kurzes Unboxing. Jetzt, wie gesagt, es wird von mir jetzt Videos geben zu Elite Dangerous. Ich werde auch mal ein bisschen so rumfliegen, ein bisschen was zeigen. Erstmal, ich habe es bis jetzt immer noch nicht so geschnallt, was man da so machen muss. Also ich weiß schon, was man machen muss. Kopfgeld machen, also Leute abknallen oder Handel betreiben oder und so weiter. Man kann ja auch jetzt dieses, bei der Beta bin ich auch jetzt mit bei den Horizon heißt es, glaube ich, wo man auf die Planeten landen kann. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Und das werde ich natürlich jetzt alles ganz, ganz schnell mal ausprobieren. Und das ein oder andere Video wird dann auch dazu kommen. Ich glaube, im Video brauche ich mir jetzt, kann ich mir jetzt sparen, indem ich das jetzt irgendwie anschließe, weil es hat nur einen USB-Stecker und die meiste Arbeit ist wahrscheinlich nachher die Knöpfe irgendwie zu verteilen. Es sei denn, Elite sagt, alles klar, das ist der Trustmaster und ist schon alles vorbelegt. Ja, gut. Boah, ist das geil. Top. Gut, Freunde, das war's denn jetzt erstmal. Später mehr. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Yeah.